So, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Leider nicht, also nicht nur Positives in diesem, denn ja, Mario Kart hat mir ja schon die ganze Zeit immer mal wieder Kummer bereitet, dass wenn zum Beispiel an sich jeden Tag was kam, aber dann mal einen Tag nicht oder so, dann lag das meistens daran, dass ich eben Content-Treffer hatte auf Mario Kart. Und ich hatte auch den Support angeschrieben und alles, das hat leider nicht allzu viel gebracht. Denn, ja, scheinbar interessiert es Nintendo nicht großartig, zumindest von dem, was ich jetzt feststellen musste. Was bei Mario Kart so angeht mit den Content-Treffern, ich meine, sie sind nicht so schlimm in dem Sinne vom Wegen, dass ich jetzt einen Strike bekomme oder sonst irgendwas, aber die Sache ist halt, naja, ich will halt meinen Kanal möglichst clean halten, deswegen belasse ich es dann jetzt auch bei diesen 20, 21 Parts, bevor ich mir da jetzt noch mehr Arbeit und Mühe mit reinstecke und das letzten Endes eh nicht gewürdigt wird, beziehungsweise, ja, was heißt gewürdigt? Die Sache ist halt, Nintendo darf dann Werbung auf meinen Videos schalten und kassiert dann Geld dazu. Dafür, da habe ich eigentlich nicht so, ja, nicht unbedingt nicht, kein Interesse, aber ich sag mal, Mario Kart ist jetzt auch nicht das Spiel, wo ich jetzt gesagt habe, von vornherein, das Spiel werde ich jetzt ewig lange spielen. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal, wie lange wir es machen. Und wenn es jetzt halt nur 20 Parts geworden sind oder 21, dann sind es halt jetzt nur 21. Kann ich leider jetzt auch nichts dran ändern, aber ja, wenn ich keine Lust auf das Spiel habe aufgrund dessen, dann wirkt sich das negativ auf den Kommentarstil aus und wenn mir ein Spiel keinen Spaß macht, dann ist das ja auch doof zum Zugucken. Des Weiteren habe ich mir überlegt, was ich als nächstes LP'e, da ja jetzt wieder ein Platz frei ist. Ja, ich weiß, Fire Emblem sollte auch mal langsam beendet werden. Die Sache ist allerdings bei Fire Emblem, dass ich da keine Ahnung habe, was das Problem dran ist, Fire Emblem aufzunehmen. Ich render das Video ganz normal und es kommen teilweise dann zu Renderzeiten von 1,5 Stunden für so einen 20-Minuten-Part, wo ich mich echt frage, warum, wenn sowas wie Mario Kart zum Beispiel hat 20 Minuten gedauert, Ende. Tales of Phantasia, 30 Minuten. Passt. Und dann bei Fire Emblem für dieselbe Größe an sich einfach mal 1 Stunde bis 2 teilweise und dann am Ende kommt dann raus, dass da irgendwie Grafikglitches sind oder Tonspur fehlt oder sonst was. Obwohl ich es genauso aufnehme wie Tales of Phantasia. Deswegen, ich werde das erst dann wieder hochladen, wenn ich wirklich Fire Emblem komplett fertig auf dem Rechner habe, komplett fertig gerendert habe. Ich habe es schon größtenteils auf dem Rechner. Bis Kapitel, ich glaube 27 oder 28 habe ich das jetzt schon aufgenommen. Hab's aber allerdings nur bis 24 bis jetzt gerendert bekommen und deswegen werde ich das dann so hochladen, dass das dann an einem Rutsch alles kommt. Also ihr werdet dann Fire Emblem von dem Kapitel jetzt bis zum letzten Kapitel komplett am Stück sehen. Nicht jetzt in einem Part, ist klar, aber gut. Tales of Phantasia werde ich diese Woche auch komplett aufnehmen und werde das dann, dass das über die Gamescom und alles läuft, werde ich das dann auch hochladen. Des Weiteren zum neuen Projekt. Ich habe mir überlegt, ich habe das eigentlich in einem Mario Kart Part angesprochen, aber da das ja alles nichts mehr so wurde, wie ich das wollte. Tales of Xillia habe ich ja als Idee gehabt. Das kommt allerdings nach wie vor nach Tales of Phantasia. Nachfolger für Fire Emblem habe ich mir auch schon überlegt. Diesmal aber ein Konsolentitel und kein ja, GBA-Titel, weil davon habe ich jetzt momentan die Schnauze voll. Und zwar, es ist ein Spiel, was ich mir für die PlayStation 3 geholt habe und an sich noch nicht wirklich weit gespielt habe. Das Spiel nennt sich Hyper Dimension Neptunia MK2. Ich werde hier wahrscheinlich so ein Bild eingefügt haben zu dem Zeitpunkt. Ja, das ganze Spiel, also ich habe das jetzt mal so ein paar Stunden angetestet. Was heißt ein paar Stunden? So ein, zwei Stunden höchstens angetestet. Und das Kampfsystem gefällt mir doch sehr. Allerdings müsste, also ich werde gucken, wie ich das mache. Je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr Englisch könntet für das Spiel, da das Spiel komplett auf Englisch ist und nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Wenn ich gerade in dem Moment gut drauf bin, was Übersetzen angeht, werde ich natürlich mein Bestes tun, das auch übersetzen, aber
Es kann halt auch sein, dass ich hin und wieder mal einen Satz weglasse oder so, weil ich habe das ja damals bei Tomon auch gemacht. Wenn ich irgendwas nicht wusste, spontan, dann habe ich das irgendwie frei übersetzt und beziehungsweise habe ich es, glaube ich, sogar teilweise mal ganz weggelassen und gesagt, ja, müsst halt mal selbst nachgucken. So werde ich das da wahrscheinlich auch regeln. Ich hatte eigentlich erst ursprünglich vor, Atelier Aisha, falls ihr da nachgucken wollt, zu LP'n. Ich kann ja auch mal ein Bild einfügen. Aber die Sache ist die, dass ich das Spiel irgendwie nicht LP-fähig halte. Also ist schon irgendwo gut dafür, aber auch irgendwo nicht. Es ist, ich würde sagen, für die, die das wirklich interessiert, was in dem Spiel vorkommt, für die ist das gut zuzugucken, aber für Leute, die einfach nur ein RPG gucken wollen, ist das Spiel jetzt nicht unbedingt das, ja, das Gelbe vom Ei. Deswegen Hyperdimension Neptunia MK2. Ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Opening mache, ob da Content drauf ist oder nicht. Werde ich wahrscheinlich privat testen. Aber gut, das interessiert euch ja nicht. Und zum zweiten Punkt, nochmal eine kleine Ankündigung zur Gamescom. Ich hoffe, ich habe das jetzt so verlinkt am Anfang, dass ihr jetzt hier direkt hin konntet, falls euch die Information zu den Spielen nicht interessiert. Wir sind Samstag, Sonntag da. Samstag werden wir so ab, ja, zwischen 9 und 10, spätestens 11 wohl ankommen. Weil wir müssen ja noch hinfahren. Ich kann leider, also wir können leider nicht einen Tag vorher fahren, dass wir dann pünktlich am nächsten Tag um 9 Uhr da sind. Aber ganz ehrlich, die Messe ist 11 Stunden offen, da muss man eh nicht um Punkt 9 Uhr da sein. Wir sind ja eh nur privat da. Wir werden in folgenden T-Shirts rumlaufen. Die habe ich wahrscheinlich jetzt eingefügt per Bild. Oder per Link unten in der Videobeschreibung. Müsst ihr mal gucken. Wenn ihr kein Bild seht, ist es unten in der Beschreibung. Weil wegen Produktplacement und so ein Gedöns. Ich habe da keinen Plan von. Deswegen lasse ich es wahrscheinlich. Aber mal gucken, wie ich das jetzt gleich mache beim Rendern. Ja, wir werden so rumlaufen. Wir werden versuchen, uns beim SSB-Turnier also anzumelden. Wenn nicht am Samstag, dann zumindest mal am Sonntag. Auch wenn das sehr merkwürdig ist, sich in einem Spiel anzumelden, das man noch nie gespielt hat, das noch nicht mal draußen ist für ein Turnier. Finde ich irgendwie merkwürdig. Ich habe gelesen, dass es auch so diverse kleine Preise zu gewinnen gibt für Animal Crossing New Leaf und Mario Kart 7 und Pokémon konnte man gewinnen, nur Omega Rubin und Alpha Saphir oder andersrum, wie auch immer. Falls es da ein Pokémon-Turnier gibt, werden wir da, denke ich mal, mit Sicherheit auch mitmachen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel bei Nintendo sein. Wir werden auch mal bei Riot kurz rüber gucken. Die Skincodes abholen, so ungefähr. Auch wenn die wahrscheinlich wieder mit der Karte zusammenhängen, aber gut. Egal. Wir müssen deswegen trotzdem kurz rüber, um den QR-Code zu holen. Dann werde ich nochmal ganz kurz zu Sony rüber schneien, sag ich mal, und nur mal angucken, was da so drin ist. Die haben zwar schon angekündigt, was ausgestellt wird und so, so mehr oder weniger. Da war jetzt nichts dabei, aber ich gucke dann trotzdem nochmal nach, weil, ja. Vielleicht ist ja doch noch irgendeine Überraschung, die sie nicht angekündigt haben dabei, aber ich denke es irgendwie nicht. Ansonsten Microsoft werden wir wahrscheinlich gar nicht sein. Vielleicht mal kurz drüber schauen, aber großartig rein werde ich wahrscheinlich nicht wollen. Und halt Halle 10, wenn es wieder die Halle 10 ist, wo halt so diverse kleine Sachen sind, also so diese Spaßhalle, sag ich mal, wo man halt immer so Gewinnspiele hatte und so Cosplay-Contest gab es da. Und so ein ganzes Gedöns. Da gab es letztes Jahr irgendwie so ganz viele Arcade-Spiele und so. Naja, da werde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ich werde nämlich auch mich sehr wahrscheinlich mal anstellen, wenn die Schlange nicht allzu lang ist, für die Oculus Rift. Ich hoffe ja, dass sie dieses Development Kit 2 reinbringen. Das würde mich nämlich echt mal interessieren, wie das ist, dieses Ding wirklich anzuhaben. Die virtuelle Realität interessiert mich nämlich an sich schon ziemlich. Ich finde das sehr interessant, auch wenn irgendwo und teilweise ein bisschen creepy, wenn man mal bedenkt, wo das letzten Endes hinauslaufen könnte. Ja, alles natürlich nur Spekulation. Aber gut, das war's dann auch schon für das Video. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig um Mario Kart, aber es will einfach nicht. Ich habe einfach wirklich nur Probleme gehabt mit diesem Projekt, was das Hochladen anging. Es gab auch teilweise Parts, die habe ich hochgeladen und die durfte ich einfach nicht veröffentlichen. Also schon veröffentlichen, aber es waren halt ein Haufen Treffer und so ein Gedöns. Da hatte ich eigentlich, ja, wie gesagt, ich möchte meinen Kanal clean halten. Also,
dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe dann auch schon bei Hyper Dimension Neptunia. Ich muss gucken, dass, ob das am Dienstag kommt schon direkt. Oder doch erst am Mittwoch oder Donnerstag. Das muss ich sehen, wie ich zum Aufnehmen komme. Ich bin diese Woche nämlich allein. Da habe ich niemanden hier. Und da kann ich natürlich besser aufnehmen, gerade so nachts. Wenn dann keiner hier ist, der schläft. Außer die Katze. Deswegen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören und sorry nochmal wegen Mario Kart. Aber bis zum nächsten Video. Ciao!